Und ganz herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play My Sims Racing. Die ehrlich, ich einfach nur unter Bock drauf. Und ich hoffe auch, ihr habt heute Bock drauf, wieder was zu sehen. Es geht mal wieder weiter. Es geht mal wieder weiter mit einer neuen Folge. Ja, genau. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Genau. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal wenigstens eine coole Folge auf von der guten My Sims Racing Phase oder von der guten Let's Player abenteuerlichere. Genau. Also abenteuerlichere Angebotsphase, weil ich will ja auch unterschiedliches Spielerleben zeigen euch im Urlaub. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich nehme wenigstens eine neue Folge auf von Meistens Racing für den Urlaub. Und bevor der Urlaub startet, ging so am Montag, also wenn ich mich irre, kam am Montag dann ein Video von Meistens Racing und dann kommt im Urlaub, wenn ich mich nicht irre, gibt es dann auch mal ein Video. Und ich habe gedacht, heute gibt es mal ein bisschen andere Sachen zu machen. Also sehen wir mal, ob wir heute auch was anderes machen können. Wir schauen mal, genau. Ich bin sehr gespannt, ob wir auch das auch schaffen können. Wir schauen mal, genau. Wir schauen mal, genau. Ne? Sehr nice. Alles klar. Ja, sonst geht es mir richtig gut heute. Ich hoffe auch, ja, ich hoffe euch auch. Ich hoffe, euch geht auch gut, genauso gut wie mir auch. Aber ich denke schon, dass euch auch gut geht, genau wie ich. Und genauso auch wie mir ist auch gerade so. Fast gut, genau. Gute geht, genau. Und ich würde sagen, wir machen mal heute einfach so eine Runde mit den Koch italienische Spezialitäten. Oh nein, ich muss meine Pizza backen, aber ich habe kein Holz mehr für den Ofen. Fahre mich doch bitte aufs Land, damit ich etwas hochwertiges Bergenholz sammeln kann. Na klar, gerne, das ist kein Problem. Mach ich doch gerne, mein Freund. Mach ich doch gerne. Hätte ich auch für dich gemacht, aber wenn du möchtest, kann ich dich auch einfach gerne hinfahren. Wenn du möchtest, mach ich einfach. Let's go, genau. Let's go, genau. So schön gemacht. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Ich find's einfach so gut, Baby You. So muss doch einfach sein. Ich bin einfach so happy, Baby You. Ich bin einfach so happy, Baby You. Das versteht ihr bestimmt aber gar nicht, okay. Verstehe ich hier auch. Ich bin einfach so happy, Alter. Let's go, genau. Let's go, genau. Sehr nice. Und hier ist auch übrigens noch eine. Genau. Eine schöne Phase, die wir auch jetzt gerade zu ihm gemacht haben. Wir haben nämlich den guten Koch gerade hierhin zur guten Waldwelt gebracht. Finde ich echt nice von mir, dass ich auch das gemacht habe. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Fantastico, danke. Gerne. Ist kein Problem. Wir haben sogar Pizzareifen bekommen. Wie kannst du das denn? Pizzareifen bekommen. Pizzareifen, okay. Egal, gut. Danke. Wie wär's, wenn ich noch ein bisschen mehr hier, vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie noch erfülle? Also ich würde wirklich sehr gerne noch mal ein bisschen mehr auch Leuten, die glücklich machen sind, würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Hallo Leute Action. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht fragen wir mal ein paar Leute, ob die uns brauchen, vielleicht als unsere Hilfe, oder vielleicht fragen wir mal Leute, ob wir die als Hilfe brauchen können oder dass wir sie vielleicht helfen können, weil sie ein Problem haben. Aber wir schauen mal, ist okay. Wir schauen mal. Ich könnte dir alles über deine zukünftige Karriere als Rennfahrer erzählen, aber wo bleibe da der ganze Spaß? Ich kann dir einfach wohl ganz sagen, dass du mich zu den Canyonland Rennstrecken bringen wirst. Aha, und warum ich halt du das, ob ich es mache, aber egal. Ja, mache ich schon. Mache ich gerne, ne? Ich freue mich so drauf. Ich finde es so klasse, dass ich so gut Laune habe. Einfach. Genau. Sehr, sehr, sehr nice. Und da war schon wieder. Sehr gut. Sehr nice. Gerne. Ist doch kein Problem. Mache ich rein. Danke, Manu. Shall we? So, ich würde sagen, wir machen mal einfach in die Rennstrecke. Komm, wir machen mal die Strecke einfach. Die ist echt geil. Deswegen machen wir einfach so eine geile Rennstrecke nebenbei, das wir nicht immer nur erfüllen, auch manchmal. Will ich Spaß haben bei so Rennfahrerstrecken. Ich bin sehr, sehr live. Ich freue mich drauf. Let's go now. Ja, gut, ich freue mich drauf. So. Wir schauen mal, wie lange wir brauchen heute. Wir schauen mal, genau. Wir machen mal in Ruhe heute. Du-du-dum. Du-du-du-dum. Möglichst ein bisschen gut, aber ist auch okay. Sexy Maxi, du bist der Sexy Maxi, du bist der Maxi Kexi, der Kexi Maxi, Sexy, 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 Sexy,
Du bist ein Mexikaner. Mexikaner. Egal. Okay, es ist echt nicht schon geile Strecke. Meiner Meinung nach, so würde ich auf jeden Fall so sagen, meine Freunde, ey. Doch schon relativ geil, auf jeden Fall die geile Map, auf jeden Fall. Also würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, meine Freunde. Okay, genau. Shit, 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 shit. Shit, aber gut, okay, let's go, genau. Sehr schön. Ja, ist egal, kann man jetzt machen. Kann man nichts machen, aber ich bin so dumm und dumm. Nein, Spaß, bin ich natürlich nicht, aber ich tue nur immer so. Ich tue natürlich immer nur so, aber gut, okay, ich weiß Bescheid, let's go now. Sehr schön. Sehr geil. Okay. Sehr gut. Nächste Runde, so genau. Ich freue mich drauf. Let's go, genau. Sehr schön. Okay. Shit, aber ich habe es verkackt, aber ist egal. Kann man jetzt machen. Ist okay, Baby. Alles klar, danke schön. Naja, war ja klar, aber kann man jetzt machen. Die ist echt ein bisschen bescheuert, aber ist egal. Geht schon, Baby. Die Musik ist einfach so bescheuert, aber ich liebe diese Baby. Genau, okay. Oh Gott, das wird aber echt ein kleines Überraschungsfilm, aber wir schauen mal. Nee, also es geht echt nicht, versuch's hier. Der ist echt scheiße, dieser Arsch. Den hasse ich überall, diesen Arsch. Aber okay, man jetzt machen. Ist halt ein bescheuerter Arsch. Es geht schon, meine Fresse. Ach. Halt einfach das Maul, Mensch. Ist egal, geht schon. So, sehr nice gemacht, sehr schön bei dir, freue ich sehr. Sehr geil, Scheiß. Ja, guck mal, alle an. Nein, ach. War ja so klar, ich bin der bitchigste Mensch der ganzen Welt. Nein, natürlich bin ich's nicht. Ich tue immer nur so, weil ich immer so doof bin. So werde ich. Sehr, sehr nass gemacht. Ja, aber okay. War auf jeden Fall in Ordnung, meine Fresse, ist egal. Ich war ein bisschen langsam, aber ich. Ist okay. Ist auf jeden Fall in Ordnung, so wie es auch gerade war. Okay, genau. Ja, okay, alles klar. Dann. Weiter geht's. Aber mit einer. Ich würde sagen, wir machen mal noch ganz kurz weiter jetzt diese geilen Aufgaben noch, die wir einfach so machen. Diese Nebenaufgaben. Das würde ich noch feiern, wenn wir das mal machen können. Genau, es würde noch fallen, wäre das noch machen können, ihr Lieben. Ja, das ist ja echt eine alte Idee auf jeden Fall, wie genau. Ja, dann würde ich sagen, dann würde ich mal sagen, ihr lieben Leute, ich wollte, dass ich jetzt mal eben noch ein paar Leute hier befreien kann, auch mal befragen kann, dass die mir auch helfen können, vielleicht, oder dass ich die helfen kann, vielleicht, wir schauen mal. Vielleicht dann bei dieser Frau hier, zum Beispiel einfach diese Frau hier, die würde auch vielleicht mal helfen, oder die hilft da einfach mal, was die will, dass wir fragen, ob sie was will. Hallo, wenn ich ein Roboter wäre, liefere ich auf Roboterbein nach Hause. Okay, du möchtest mal Labor gefahren werden. Na klar, du wirst so schnell wie möglich nur zum Labor gefahren. Na klar, mach ich das für dich. Das mache ich gerne für dich.
Sehr gerne. Echt, ist echt kein Problem, Baby Jonas. Echt kein Problem, Baby You. Baby You, Baby You, Baby You. Mach ich gerne für dich, kein Problem. Ja, du bist auch eigentlich schon angezogen. Also eigentlich bist du ja auch schön angezogen, deswegen ja gerne. Das Problem ist manchmal einfach nur manchmal, dass ich manchmal Leute halt immer die nicht so schön anziehen. Das Problem ist manchmal, dass die Leute nicht so schön an sich zu ziehen, dass sie sich nicht so schön anziehen, dass sie sich nicht so schön sich anziehen und dann halt immer so doofe Klamotten anhaben. Aber das ist ja okay, was sie gerade anhat, was sie gerade auch anhat, die Frau hier. Das ist eine schöne Klamottenstyle. Angelegenheit. Deswegen würde ich sagen, ja, kann man auf jeden Fall so lassen. Ciao, ciao!